Ich weiß nicht, war das die? Oder war das die? Nee, die tragen wir die ganze Zeit. Okay. Fight Club abgeschlossen. Wuhu! Hat auch super geklappt, ne? So, dafür brauchen wir, wie gesagt, die Bombe. Das mit dem Troll. Eine Bahnschule fordere ihn heraus. War das das mit dem... Ah ja, das war das Armdrücken. Marlena geht zur Höhle von Flotsam. Unter Flotsam. Die ist da hinten. Okay, dann machen wir das als nächstes. Ich, Geld oder Leben. Und er? Weil da weiß ich wenigstens, wie man hinkommt. Sofern ich jetzt hier rauskomme. Ja, wir kommen hier raus. Wir sind schon wieder am Pennen. Können die auch was anderes als schlafen, diese Wachen? Oh. Hi. Tut mir leid. Eigentlich will ich die hier gar nicht töten. Dass ich helfe dir so, aber okay. Aber wir brauchen ja sowieso Ende Jagenzähne. Das ist gar nicht mehr so schlecht, dass wir hier geholfen haben. Hallo, Krabbelfiech. Schon ein bisschen eklig. Nur, aber keine Zähne dabei. Blau Bergenschwert. Krallen und Jagentrophäe. Kann ich die Sachen irgendwie verkaufen? Müssten wir mal gucken. Das können wir auch einmal mitnehmen. Also in dieser Richtung waren wir noch gar nicht unterwegs. Mitnehmen. Das Inventar ist fast voll. Wir sollten also auch bald mal wieder verkaufen gehen. Den Witcher habe ich eigentlich durchgehend zu volles Inventar. So leeres Inventar kennt Geralt nicht. Ich weiß nicht, wem von euch das genauso geht bei Witcher oder allgemein bei solchen Spielen. Aber leeres Inventar ist irgendwie ein No-Go bei mir. Okay, da komme ich dahin. Hier runter. Nee, okay, ich muss da hinten lang. Na gut. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass ich hier falsch bin. Dass ich hier einfach mal so gelaufen bin. Ah, oh, nee, hier sind Wir sie schon. warten hier auf dich. Ach Mach ja, okay. schnell. Noch mehr Blut. In der Höhle sehe ich dann, von wem es stammt. Das ist sehr intelligent von dir. Runter. Runter. Will ich überhaupt wissen, was das für ein Viech ist? Necker auf jeden Fall.
Jede Menge davon. Alter. Wie viele von denen laufen hier noch? Ja, eine sehr gute Frage. Ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Alter, wie viele Necker wollen sie in einer Höhle haben? Yep. Aua. Komm ich da wieder raus? Kann ich rauskämpfen? Kann ich rauskämpfen? Ja, 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 ja. Ich hätte vielleicht vorher eine Schwalbe nehmen sollen. Also. Okay, weiter als hier hinten gehen sie wohl nicht. Scheiße. Okay, sie sind dafür zu nah. Aber. Okay. Ich kann aber zumindest wieder einmal hochsteigen. Wobei wir haben gleich wieder volles Leben. Ich würde einmal kurz eine Schwalbe nehmen. Tränke einnehmen. Okay, wird. Erhöht Regeneration der Energie, reduziert Vitalität. Ja, nee, das wäre jetzt etwas kontraproduktiv. Können. Weil ich glaube, sonst wären wir ganz schön aufgewühlt da unten. Kann ich eigentlich irgendwas herstellen? Achso, das war das. Schutz vor Giften. Zeichenintensität. Schwalbe. Also wir können auf jeden Fall nochmal zwei Schwalben herstellen. Wenn wir gerade schon mal dabei sind. Und lassen. Da wir ein paar getötet haben, speichern. Und wieder zurück. Jo. Dann geht's den Viecher mal an den Kragen. Hallo. Jetzt ziehst du dein Schwert über dein. Aua, 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 aua. Aua, 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 aua. Okay, es ist nicht mehr ganz so schön wie eben, aber hey. Klopfe haben sie gleich. Okay, da sind noch zwei. Bitte lass diese Höhle einfach nicht so groß sein. Alter, überall sind nur so dampfende Kadaver. Ich bin überlastet. Gewinne ich Inventarplatz, wenn ich ein paar Tränke herstelle? Wir versuchen es einfach mal. Vielleicht können wir die ja für irgendwas gebrauchen. Nee, warte. Essen, Alchemie. Nee, sowas sind das nur. Das ist alles, sind alles Sachen, die kein Gewicht haben. Ich will aber nichts rausschmeißen. Ich brauche alles, was ich habe. Wahrscheinlich nicht, aber das ist falsch. Das brauche ich. Da muss ich hin. Gerümpel. Gut, komm, die Leiter kommt weg. Ich brauche keine Leitern. Das kann doch. Es wird nicht weniger.
Handwerkzutat. Ergene. Jagentrophäe. Rüstungen. Na gut. Wir haben ja eigentlich genug Geld, ne? Öffnen wir halt das hier raus. Dann passt das. Dann haben wir zumindest ein bisschen Platz. Diese Spur sieht gut aus. Lecker Herzen. Okay. Gehen wir erstmal. Okay, da kommen wir nicht runter. Gehen wir erstmal hier lang. Da kommen wir auch nicht runter. Aber Eisenerz haben sie hier. So. Ja, dann wir hier hinauf. Und da warten die Nächsten auf uns. Ich bin zu alt für sowas. Das aus Geralds Mund. Komme ich da überhaupt auf die eine Seite? Ja, komme ich. Hey, ihr Kleinen. Ich glaube, das Schlimmste haben wir jetzt mittlerweile erledigt hier. Hier hinauf. Okay. Man ist hier hinauf für nichts. Ein Hauch von nichts. Gut. Nehme ich dem Spiel jetzt persönlich. Eichhörnchenpfeile. Mhm. Also doch eine Falle. Also wollte Marlena wahrscheinlich wirklich die Leute da reinlocken. Naja. Okay. Komme ich hier auch raus oder geht's hier nur in irgendeine frille Ecke? Ah, verschlossen. Okay. Also müssen wir den gleichen Weg erstmal wieder zurück. Schade. Ich dachte, wir kommen da jetzt noch irgendwo hin, wo irgendwas finden oder so. Neue Ausrüstung, neues Schwert oder sowas. Furchtbar. Na gut, dann gehen wir zu Marlena einmal zurück. Wobei ich glaube, dass wir Marlena nicht in die Pfanne hauen werden. Ich glaube, wir bleiben auf der Seite des Goyatel. Würde ich jetzt einfach sagen. Weiß nicht, wie ihr das seht. Aber sie sind ja schon so ein bisschen übel angegangen. Das ohne Begründung. Also sie hatten ja wirklich nur den Verdacht, weil sie ja gebe ich damit einigen Leuten geschlafen haben so. Ich habe ja eigentlich nichts gegen die Squirtle. Solange sie mir nicht halt auf den Leim gehen. Ich meine, wir haben ja sogar Freunde unter den Elfen. Ich speichere vorher. Hallo. Was hast du gefunden? Zwei Soldaten. Und? Zerfleischt. Tatsächlich? Völlig zerfetzt. Was ist da passiert? Vielleicht wurden die beiden in die Höhle gelockt und waren nicht auf den blutigen Empfang vorbereitet, den sie erlebt haben.
Und jetzt meinen Lohn, bitte. Sicher, deinen Lohn hast du dir wirklich verdient. Ich verdanke dir mein Leben, Hexer. Menschen setzen sich selten für Elfen ein. Ich bin kein gewöhnlicher Mensch. Das stimmt. Ich wüsste gerne, ob du in jeder Hinsicht so außergewöhnlich bist. Was meinst du damit? Du wirst sehen. Findest mich am Wasserfall im Wald. Aber ich warte nicht ewig. Im Wald ist es gefährlich. Du kannst nicht allein gehen. Wir Elfen haben unsere Pfade. Mach dir keine Gedanken. Okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir direkt zu dem Wasserfall, oder? Beim letzten Mal habe ich es tatsächlich nicht gemacht. Ich glaube, da hatte ich sie auch gerettet. Glaube ich. Ich weiß es halt nicht mehr. Das ist jetzt schon ein Jahr her. Merke ich mir das tatsächlich nicht so genau. Weil dann würde ich sagen, gehen wir zu dem Wasserfall jetzt direkt. Ich glaube, das kenne ich tatsächlich gar nicht. Ich? Geld oder Leben? Und er? Ein Gruß von Kommandant Loredo. Ach. Eine Frage? Was gibt's, Grünschnabel? Warte. Nicht auch ein paar sinnvolle Arbeiten erledigen? Warte, was war denn nochmal das richtige Schwert? Ah, ich hab das falsch. Grünschnabel, dein Kamerad möchte dir etwas anvertrauen. Ja gut, hallo Herbert und Tomin. Tomin. Ja, so. Gute Nacht. Ich glaube, das geht jetzt öfters so, ne? Dass wir jetzt hier einfach angegriffen werden. Es war vielleicht doch keine so gute Idee, uns gegen ihn zu stellen. Ah, hey. Passt schon. Ich meine, so schwach ist Geralt ja jetzt auch nicht. Und die paar Banditen kommt auch so an. Okay, wie ging es jetzt nochmal zum Wasserfall? Kann ich dem Fall einfach so folgen? Ja, Tatsache. Und einfach geradeaus durchgehen. Das hätte ich jetzt zwar nicht gedacht, aber okay. Ei. Mehr hat eure Mutter nicht geboren? Das ist der Wasserfall, ja. Okay. Ja, gegen euch kämpfe ich. Ich hätte am Wasserfall gerne meine Ruhe, deswegen. So ein paar Erfahrungspunktchen schaden ja auch nicht. Ich weiß gar nicht, was ist die höchste Stufe bei Witcher 2? Ich glaube, in 1 war es 50. Mehr. Ich will jetzt nicht irgendwas auslösen. Da ist noch einer. Schnappe ich mir noch. Und ich hallo. Freue mich, dass du da bist. Ich auch. Doch du musst wissen. Sprich. Ich habe die Soldaten tatsächlich in die Falle gelockt. Ich weiß. Ich weiß. Die Pfeile waren eindeutig. Eben. Du weißt zu viel. Und Geheimnisse sind nur bei Toten gut aufgehoben. Ach. Aua. Gnade! Okay. Okay. Töten. Loredo übergeben oder sollen wir uns einfach verpieseln? Was meint ihr?
ist halt, es ist schwierig zu entscheiden, finde ich. Es ist sehr, sehr schwierig zu entscheiden. Britting, einen wunderschönen guten Abend. Wie geht es dir? Ich hoffe, du hattest einen schönen Abend. Vergenisieren. Okay, Frisches ist dafür, dass wir gehen. Wie gesagt, ich kann sie verstehen, dass so die Menschen da reingelockt hat. Ach, gehen. Ja gut, okay. Also, was ich definitiv nicht machen würde, ist Loredo übergeben, weil Loredo, ich glaube, Loredo würde die sogar vergewaltigen. Das würde ich dem ungelungen zutrauen. Ja, wir gehen. Mit dir. Wir gehen. Komm mir nicht wieder unter die Augen. Werde ich nicht. Hab Dank. Ja, ihr habt ja recht. Also ich kann die Elfen ja nur wirklich verstehen. In jeglicher Hinsicht. Es rechtfertigt nicht, was sie tun, aber ich kann sie verstehen. Mir geht's gut, bin gerade von der Arbeit heimgekommen. Und selbst, mir geht's super. Mega entspannten Tag gehabt. Jetzt den Abend ein bisschen mit Witcher 2 ausklingen lassen. Und ja. Aber dann hoffe ich, dass du einen erfolgreichen Arbeitstag hattest. Und dass der ein bisschen besser war als bei einigen anderen heute. Und ja. Freut mich aber, dass du da bist. Junge, jetzt ist so die Frage, was man weiß, wie ist das? Ach ja, wir haben den Treu ja noch. Troll. Wie war das mit dem Treu nochmal? Da gab es auch etwas. Ich glaube, wir mussten in diesem Bettlers will einmal nachgucken. Hallo, Skoetel. Verpiesel mich mal. Ich weiß gar nicht mehr, wie den Weg zurück. Oh, hi, okay, ich verpiese mich doch nicht. Hi. Also eigentlich würde ich ihn nicht umbringen. Well. Hilfe. Na gut. Es gibt ja Erfahrung, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Wie sag ich mal so schön, Erfahrungspunkte sind wichtig. Hi. Bums. Endlich. Friss Feuer. So. Ich weiß, wir sind schon wieder sehr charmant heute. Nein. Rechtskombination, hier waren wir schon. Ich glaube, die Sonne geht auch langsam auf. Okay, der hat sich von selbst verpieselt. Sind wir hier richtig? Ach ja, hier sind wir. Okay, wir sind fast richtig. Speichern. Nicht, dass hier das Spiel wieder abstürzt. Toi, 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 es funktioniert ja gerade alles. So. Irgendwo, mit irgendwie musste man hier, glaube ich, reden. Hier geht's ja rund. Du warst es nicht. Dingsbiberich. Auch nicht. Kommen wir hier rein? Urabs Frau. Ah ja. Du willst also den Troll nicht loswerden? Wer kümmert sich um die Brücke, wenn nicht er? Stell jemand anders ein. Weißt du, was ein Handwerker kostet? Der dämliche Troll tut seine miese Arbeit für eine lächerliche Maut. Die Brücke ist kaputt und der Troll fällt über die Leute her. Tja, er ist zum Säufer geworden. Das ist das Problem. Wenn du es schaffen könntest, dass er den Alkohol lässt. Ich bin ein Hexer, keine Amme. Ich bezahle dich gut. Wie gut? 100 Urens. 200. Du bist ganz schön teuer. Ich bin ein Hexer. Ich brauche auch mein täglich Brot. Wissen, wie sehr mir das Wohl des Dorfes am Herzen liegt.
Wir brauchen auch unser täglich Brot. Was das Trollen zugestoßen ist. Hat da noch irgendwas dagegen zu sagen? Ihr habt hier einen Troll? Ja, im Wald haust er, am Fluss. Der ist harmlos. Tut ihm nichts. Ein nützlicher Troll also. Verstehe. Nützlicher als Loredo ist er allemal und säuft auch weniger. Stört niemanden. Ja, zur Zeit er weniger, ne? Auch mal die Brücke. Verschont ihn. Ja, wir werden ihn auf jeden Fall verschonen. Allein, weil ja seine Frau gekillt wurde. Bin schon den ganzen Morgen geladen. Es ist nur die Frage, was mit dem Troll geschehen ist. Wie war das denn nochmal? Quatsch nicht. Vergiss es. Ja, ist ja gut. Wie können die eigentlich reden, während sie schlafen? Was? Hier vorne was? Tag. Allzeit bereit. Wie war das nochmal mit dem Troll? Hexe. Hoffentlich überstehe ich heute die Arbeit. Hä? Weiß nicht, ob der in irgendeinem Zuhause hier hing. Guck mir jetzt auf jeden Fall erstmal hier das Haus an. Vielleicht. Du fragst im falschen Augenblick. Ich komme später wieder. Ich hab's im Kreuz. Wie war das denn? Okay, das hier ist nur eine ganz normale Fischerhütte. Da kommen wir, glaube ich, nicht weiter. Die hätte, glaube ich, auch nichts zu sagen. Sie verkauft ja, glaube ich, nur Kräuter und den Kram. Ja. Adieu. Auf Wieder. Sie bringt uns auch nicht weiter. Ich meine, dass irgendjemand dem Troll also ja, da. Der Kopf der Trollin. Da. Hervorragende Hi. Arbeit. Nicht wahr? Das Leder doch ist erstklassig und war in den Händen eines sehr guten Gerbers, der manchmal auch Otterfelle verarbeitet. Jagst du? Im königlichen Wald ist Jagen verboten, das weiß doch jedes Kind. Außerdem traut sich keiner mehr hin, dort herrscht die reinste Monsterplage. Offenbar gibt es in der Gegend reichlich Beute. Wenn du mich fragst, es braut sich ein Krieg zusammen. Nicht unbedingt. Die Skoyatell überfallen doch ständig Händler und liefern sich Kämpfe mit Soldaten. Ideale Umstände für Aasfresser. Hoffen wir also auf bessere Zeiten und gehen so lange unserer Arbeit nach, wie es uns die weisen Schriften lehren. Woher hast du diesen Schädel? Gekauft. Hab ein Vermögen dafür bezahlt, aber jetzt bin ich der Einzige in Bindegarn, der einen hat. Wer hat ihn dir verkauft? Dimitri. Sonst würde sich keiner trauen, einen Troll in seiner Höhle zu überfallen. Wo finde ich diesen Dimitri? Das weiß ich nicht. Abends triffst du aber sicher seine Kumpane in der Schenke. Danke, du hast mir sehr geholfen. Okay. So. Okay, dann mache ich nochmal eine ganz kurze Pause. Und dann geht es auf jeden Fall gleich weiter. Ich möchte gerne noch das mit dem Troll auf jeden Fall irgendwie klären. Ich weiß, dass ich sonst wieder die Hälfte vergesse. So. Dann bin ich gleich wieder da.